Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück mal wieder bei Need for Speed Rivals. Endlich darf ich wieder mit meinem 458 Italia auf die Rennstrecke. Wir haben ordentlich was zu tun. Und ich freue mich drauf, jetzt wieder einige Zeit bei den Rasern zu spielen. Ich muss einfach diesen Ferrari auf die Straße prügeln. Es tut mir leid. So Bock auf den. Also wir haben bei den Cops ja den Ferrari Enzo gehabt, den wir von den Rasern geklaut hatten. Mit dem wir da ein bisschen 10 Leute, glaube ich, mussten wir da verhaften. Und das hat Bock gemacht. Der ist nämlich, der hat richtig geiles Handling gehabt. Du kommst um jede Kurve perfekt rum. Also das habe ich noch nicht erlebt so in diesem Spiel. Der hier hat nicht so geiles Handling, klingt aber noch geiler. Und ja, das soll ja so ein bisschen für eine gewisse Zeit zumindest mein Primärauto werden bei den Rasern, den wir auch wirklich mal dann komplett upgraden im Laufe der Zeit. Klar, wenn wir den Veneno freischalten zum Beispiel, werden wir auch mal mit dem Fahren ein bisschen. Aber upgraden will ich erstmal vor allem den hier. So, wir sind irgendwo in den Schneebergen. Sehr schick hier oben. 2 perfekte Turbos. Gold bei Zeitfahren, Gold bei Rennen. Schauen wir da erstmal. Was haben wir näher? 8,3 Kilometer bis zum nächsten Zeitfahren. Und wie ist es bis zum nächsten Rennen? 6 Kilometer. Dann fahren wir zum nächsten Rennen. Ah, Leute, hab ich das wieder vermisst, diesen Sound. Oh mein Gott, meine Ohren. Es ist so wohltuend. Es ist Musik in meinen Ohren. Eigentlich dürfte ich, wenn ich mit dem fahre, gar nicht reden, sondern müsste einfach den Sound richtig schön laut machen. Die Musik aus. Ganz ehrlich, ich mache mal für eine gewisse Zeit jetzt die Musik aus. Die ist zwar ganz schick und untermalt das Ganze auch ganz gut, aber ich muss einfach jetzt mal den puren Sound haben gerade. Tut mir leid. Die Musik ist ganz chillig und die macht ja auch Stimmung. Aber man muss einfach auch mal einfach nur lauschen. Okay, da habe ich mir gerade Kopf geangelt. Ich dachte, so schnell war ich doch gar nicht. Könnt ihr ja eigentlich nichts sagen, aber anscheinend war ich denen doch etwas zu schnell. Ist egal, wir fahren da hin und nehmen das an. Aufgetaucht. 1,8 Kilometer noch bis zum Rennen. 1151 schickt Unterstützung. Aber keinen Sichtkontakt zum Code 3. Sieht hier sonst jemand? Ich bin gerade sogar schon dabei zu entkommen. Wunderbar. Ich habe Sichtkontakt zum verdächtigen Code 3. So, da werden die Bremsen rot glühend. Ja, ist egal, dass die Verfolgung fortgesetzt wird. Was will der denn? Ich will einfach nur mein Event starten. Zack! Rennen! Da kommen meine Gegner. So, mal gucken, ob wir einen perfekten Turbo schaffen. Jawohl! Einen von 2 perfekten Turbos. Was haben wir damit? Wenn ich das Rennen auf Gold schaffe, haben wir auch den 2. Punkt. Die 75.000 Speedpoints wird kein Problem. Wir müssen dann also nur noch das Gold fahren schaffen und dann einen Turbo noch. Wow, habt ihr das gesehen? Er ist drüber geflogen und ich habe mir den dann noch gegönnt darunter. Aber macht nichts, momentan bin ich Erster, insofern wunderbar. Also die Strecke, die ich eben runtergefahren bin, dürfen wir jetzt wieder hochfahren. Auch gut. Also es ist krass, weil manchmal, ich gehe immer so ein bisschen vom Gas, um dann, um die Kurve zu kommen. Und manchmal lenkt er nicht ein und manchmal aber dann, boah, was war das denn jetzt schon wieder? Manchmal dann ganz plötzlich, ach, eine Schockwelle, okay. Manchmal lenkt er dann ganz plötzlich doch ein. Jetzt gerade bin ich zum Beispiel nicht vom Gas gegangen. Ja, manchmal geht das gut, manchmal geht das nicht gut. Ist echt gar nicht so einfach mit der Steuerung. Ja, jetzt zum Beispiel bin ich sogar vom Gas gegangen, dann ist er trotzdem nicht rum. Handbremse ist manchmal auch ganz sinnvoll, manchmal nicht. Also es ist ein bisschen schwierig.
Aber bis jetzt sind wir ja trotzdem gut klargekommen. Ach Gott, schon wieder? Schon wieder eine Schockwelle gefressen? Warum hat der denn so viel? Ja, dann machen wir das mal so. Ich komme nicht ran. Scheiße. War kein perfekter Turbo. Doch, war ein perfekter Turbo. Und, oh, der Turbo hat mir sogar noch das Gold gebracht. Was ein geiles Ding. Also, das haben wir auf Gold und gleichzeitig den zweiten perfekten Turbo gemacht. Der hat sich gelohnt. Wunderbar. So, jetzt müssen wir nur noch ein Zeitfahren auf Gold machen. Ja, Moment, das war nicht so ganz absichtlich. Event? Nein! Nix neu starten, wo bin ich? Hä, was habe ich denn jetzt neu gestartet? Das Rennen war doch vorbei. Nix neu starten. Ich wollte eigentlich auf Events. Jetzt habe ich irgendwas neu gestartet. Ich habe eigentlich kein Event gestartet. Ich meine, das Rennen war ja schon finished. Wir haben ja Gold geholt. Nö, das brauche ich nicht. Events, Zeitfahren. So, das ist das nächste von hier aus. 3,3 Kilometer. Und schon wieder. Ich glaube, bei dem Sprung hatten wir das schon mal, dass ich den genommen habe und dann komplett gecrashed bin deswegen. Ja, dann gehen wir kurz reparieren, aber nur, weil es so hässlich aussieht ohne. So, da bin ich leider falsch abgebogen. Einen Moment. Wow. Ganz ruhig, Cops. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alles gut. Und ein Helikopter auch noch. Ich meine, ich bin ja auch schon Fahndungsstufe 5. Insofern. So, da vorne haben wir das Zeitfahren. Das müssen wir noch auf Gold schaffen. Dann haben wir auch schon fast die Punkte, würde ich vermuten. Und dann sind wir damit fertig. So, 2 Minuten 24. So wird das nichts mit dem Starten, wenn ich jetzt schon von den Kopf. Ja, gut. Schaden kritisch. So kann's gehen. Ich glaube, das werden wir nicht überleben. Ich glaube, das werden wir nicht überleben. Das heißt, wir verlieren leider auch die Speedpoints. Die müssen wir dann also nochmal machen. Das sind ja immerhin 75.000. Also jetzt gerade habe ich erst 43.000, aber wir müssen 75.000 machen. Ja, ja, die Cops kommen da schon. Na toll, jetzt war da eine Werkstatt. Oh mein Gott. Da war die rettende Werkstatt. Aber ich muss einfach fehlerfrei fahren. Guck mal meinen Lebensbalken an. Der ist bei Null. Der ist bei Null. Wenn jetzt keine Werkstatt kommt, bin ich sowas von gefinished. Ich habe den Kontrollbon nicht mitbekommen. Ja, das wird auf der Zeit, das wird von der Zeit her eh nichts mehr werden. Hä, wo ist denn da der Kontrollpunkt, den ich nicht bekommen habe? Ich bin einfach nur in die falsche Richtung gefahren. Ja, ist egal, dann lassen wir das jetzt. Ich muss zu einer Werkstatt. Ich überlebe das sonst nicht. Und die Speedpoints sind mir jetzt gerade wichtiger. Dann mache ich das Zeitfahren-Notfall nochmal. Oh mein Gott, bitte, 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 bitte. Oh, war das knapp. So. Also, das Event müssen wir neu starten. Kann ich aber nicht, während ich verfolgt werde. Okay. Da müssen wir erstmal entkommen. Ich kann das Event zumindest auch schon mal verlassen. Ja, okay. So, und jetzt muss ich mich da wieder hinbegeben.
Ja, ich meine, klar, mit Pfanne Stufe 5, die hauen natürlich jetzt ordentlich auf den Putz. Mit Helikopter und allem schon. Ich fahre mal wieder in Richtung Zeitfahren. Ich konnte mich auch gar nicht mehr konzentrieren, dadurch, dass ich so rot war. Ich hatte wirklich nichts mehr. Hab schon damit gerechnet, dass ich irgendwo lande und tot bin. So, mal eben auf. Ne, ich will ein Event haben. Ich brauche ein Zeitfahr-Event, ja, sonst verstecke ich mich halt mal irgendwo. Na komm schon, bitte lass es einfach verschwinden. So, dankeschön. Achso, ich kann einfach auf Event neu starten. So, das wollen wir nochmal machen. Jetzt aber, 2.24. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Also ich war da einfach zu sehr von den Cops gejagt. Ich konnte mich auch gar nicht mehr konzentrieren und... So, jetzt aber, Karacho! Fahndungsstufe 6. Ja, mal gespannt, was für eine Fahndungsstufe wir noch schaffen. Ich wusste es, ich habe sogar gelenkt, aber es ist halt manchmal mit den Geschwindigkeiten, dann lenken die nicht mehr. So, wir reparieren auf jeden Fall sicher, sicher. Hallo Kopf. Ja, es ist klar, du kommst, glaube ich, durch dieses Event auch nicht durch ohne Kopf. Vor allem mit 6 Sternen. Aber zumindest habe ich diesmal eben volles Leben. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Was? Okay, warum auch nicht? Ich bin mal gespannt, ob wir da noch Gold schaffen. Ist natürlich Zeitfahren mit 6 Fahndungssternen fahren, ist immer schwerte Bedingung, ja. Aber Gold wäre schon schick. Vor allem, wenn ich das habe, sollten wir auch fast die Speedpoints haben, dann können wir das schon fast sichern gehen. Nur, da muss ich halt erstmal hinkommen. So, Gold sollten wir noch schaffen, jawohl. Problemlos. Und jetzt haben wir auch die 75.000 Speedpoints, das heißt, wir können zum nächsten Versteck fahren und haben die Speedlist geschafft. 4,5 Kilometer, wunderbar. Und inzwischen sind wir auf Fahndungsstufe 9, die hauen ordentlich auf den Putz, hör mal. Was ist denn bei denen los? Fahndungsstufe 9. Warum sollen wir übertreiben, Jungs? Warum so am Übertreiben? Ach guck mal, die fahren schon mit Königsex und Porsche Carrera GTs. Warum auch nicht, ne? Da bin ich falsch abgebogen. Aber ich glaube, ich kann auch hier lang. Müsste auch hier lang gehen. Da habe ich sogar den Vorteil, dass ich die Cops erstmal ein bisschen loswerde wieder. So, einmal einen perfekten Turbo hinlegen und da vorne müsste unser Versteck sein. Was? Guck mal, da war ja alles offen.
an der Stelle. Und da habe ich aber noch genau die Kante mitgenommen. So, aber wir sind ja jetzt im Versteck da hinten. Oder auch nicht. Nee, andere Seite. Ach, und Bugatti fahren sie schon. Was ist denn da los, sag mal, Jungs? Ich fahre einfach einen Ferrari. Und die kommen hier mit Bugattis an. Gar nicht übertrieben. So, wie viele Punkte haben wir jetzt gemacht in der Session? Wir haben auf jeden Fall das Rennen auf Gold geschafft. Wir haben das Zeitfahren auf Gold geschafft. Wir haben unsere Punkte gemacht. Wir hatten 2 perfekte Turbos. Insofern haben wir alle Aufgaben gut erfüllt. Mehr oder weniger ohne Stress. Kops klar, auf Fahndungsstufe 9 hauen ordentlich rein. Aber das ging doch trotzdem noch ganz gut. Ich weiß gar nicht, was wir damit jetzt freischalten. Ich hab's schon wieder vergessen. Ist lange her. 169.000, die ich gut gebrauchen kann, die werden natürlich in meinen Wagen investiert. Neue Lackierung und neue Leistungsupgrades und neuer Wagen. Welcher Wagen? Ah, der McLaren, genau. Ja, der ist schick, aber ich bleib beim Ferrari. Nur Siege hindern uns, alles zu verlieren. So, für die nächste Speedlist kriegen wir dann den Ford GT. Gold bei 2 Rennen, zerstöre einen Racer, erziele Schockwellentreffer gegen 3 Racer, slamme 5 Racer von der Seite. Wir müssen das Licht erlöschen lassen. 3 Cops von hinten ran, 3 Cops stören, 3 Cops mit Betäubungsminen treffen. Sie werden zu langsam sein, zu ängstlich. 12 Sekunden Sprungdauer. Ein Sprung 12 Sekunden oder insgesamt 12 Sekunden? Drifte 457 Meter bei 241 km/h. Klingt alles komisch. Nur Siege hindern uns, alles zu verlieren. Ich denke mal, wir werden das nehmen. 2 Rennen auf Gold, einen Racer zerstören, das ist auch kein Problem. 3 Schockwellentreffer, ja, das klingt alles gut. So, wir haben 337.000. Warte mal, jetzt haben wir ja hier, den hatten wir schon. So, dann kam der Gallardo. Dann der McLaren ist gar nicht der MP4. Ist das nicht der MP4? McLaren MP4, heißt der nicht so? Ist auch egal. Auf jeden Fall Spider, also Cabrio. Dann kriegen wir jetzt beim nächsten Mal den Ford GT. Dann kriegen wir den Ferrari 599. Dann den Porsche 918, dann den Ferrari F12. Dann den Aventador, den ich auf jeden Fall mal fahren möchte. Genauso wie den Veneno, die beiden möchte ich auf jeden Fall mal fahren. Ich werde aber wahrscheinlich den trotzdem als mein primäres Auto lassen. Der Enzo, der ist geil, den sind wir ja schon gefahren. Pagani ist nicht so meins. Und der McLaren P1 ist auch nicht so meins. Sind beide natürlich schick und schnell, aber ich werde wahrscheinlich, also die drei noch fahren. Wir werden uns alle mal angucken, ja. Aber zumindest so überwiegend fahren. Ich bleibe erstmal bei dem. Auch den möchte ich mir dann natürlich mal anschauen, ne? Die möchte ich mir alle mal angucken, aber primär fahren eben nicht alle. So, jetzt müssen wir bei der Verfolgungstechnologie, warte mal, wir müssen ja 3 Schockwellentreffer machen, also müssen wir auch die Schockwelle reintun. Dann tun wir die statt der EMP mal rein. Schockwelle, so. Level 1, jawohl. Machen wir direkt Level 2 hinter, würde ich sagen. Kostet ja nicht so viel. Und dann haben wir wahrscheinlich auch noch Platz für Level 3. So, Schockwelle Level 3. Und dann können wir hier auch noch den Turbo wahrscheinlich auch Level 3 reintun, ne? Genau. So, und jetzt würde ich gerne mal noch, bevor wir den Part beenden, ein bisschen auf die Personalisierung eingehen. Hochglanz, Metallic, Seidenmatt, Matt. Matt, Matt, Matt. Frage ist nur, welche Farbe? Ich weiß gerade nicht so ganz, was mir vorschwebt, aber ich will den mal ein bisschen individuell anpassen. Ich hätte Lust auf so ein Weiß-Schwarz oder ein Rot-Schwarz. Weiß nicht so genau, ist schwierig, finde ich. Also wir werden mal den Wagen in Rot lassen, in Matt aber. Schön hell. Und dann Sekundärfarbe auch genauso. Das soll einfarbig sein. Genau. Und jetzt aber Streifen drauf machen. Ich weiß nur nicht, was mir da am besten gefällt bei dem. 3 Streifen haben Style. Die haben auch Style. Die sind schön dünn und sportlich und grenzen das Ferrari-Logo genau ein.
Also wenn das Ferrari-Logo verdeckt wird, mag ich nicht. Da mag ich solche, die so drumrum gehen, wie diese. Ja, drei, die so durchgehen, auch nicht. Also, ich würde sagen, die gefallen mir ganz gut. In schwarz. Okay, mal gucken, wie sehen denn die Dinger aus hier? Achso, das sind nur diese Logos. Bei den Folien. Carbon kann man drauf machen. Und das wird dann natürlich geil, aber dafür müsste ich zweimal Rang 9 Speedlist abschließen. Nö, da gibt's eigentlich nichts zu ändern. Können wir alles soweit so lassen. Ja, jetzt ist er natürlich immer noch rot. Jetzt habe ich nicht viel verändert. Okay, der Matte ist Lack, aber immerhin. Wir können mal die Musik wieder anmachen. Das klingt so komisch gerade. Im Hintergrund ist alles so leise. So, das ist schon wieder besser. Also beim nächsten Mal, wir machen noch ein paar Racer danach. Ich habe einfach noch Bock drauf auf den Wagen. Achso, wir können ja noch zumindest... Moment, das machen wir noch. Das Geld raushauen, was wir noch haben. Für Leistung. Die Frage ist jetzt nur, was. Also wir wollen, ich will den maximal volltunen. Wir sind jetzt hier bei 3 von 5, 2 von 5, 1 von 5, 3 von 5, 3 von 5. Und wir haben mit dem schon automatisch Fahndungsstufe 3. Das ist schon ordentlich. Die Robustheit können wir mal hochmachen. 4 von 5, die könnten wir natürlich jetzt auf Maximum machen, dann wäre die voll. Die Beschleunigung können wir noch hochmachen. Dann machen wir die Beschleunigung schon mal auf Maximum. Ist teuer, aber die ist jetzt voll. Jetzt hat er eine Beschleunigung von 8,1. Machen wir die Höchstgeschwindigkeit auch noch höher. So, jetzt haben wir gleich wieder kein Geld mehr. Machen wir die auch noch? Ja, komm, machen wir die auch noch auf Maximum. Jetzt haben wir Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung schon maximal voll. Und die restlichen drei werden wir dann noch nach und nach. Ich will den auf Maximum tunen. Natürlich ist der dann von den Werten immer noch schlechter, als die Autos, die danach kommen. Aber man muss ja nicht immer das Auto fahren, was das Stärkste ist, sondern das, was einem gut gefällt. Man kann ja auch mit so einem Auto gut gefallen. Und ganz ehrlich, ich finde den so... Oh. Der Veneno zum Beispiel, das ist natürlich eine Maschine, aber ich finde, der sieht nicht mehr schön aus. Also der Gallardo oder der Aventador, die finde ich, sind auch noch elegant, ja? Die sehen noch wirklich gut aus, luxuriös und edel, aber beim Veneno, finde ich, haben sie wieder zu viel reingekackt. Der sieht mir zu sehr aus wie ein Raumschiff. Finde ich nicht mehr schön, aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Aber wir werden den Veneno, das weiß ich ja, dass ihr das wollt, auf jeden Fall dann mal fahren. Wir gucken die uns alle an. Vielleicht auch am Ende der Racer-Story fahren wir alle nochmal, oder keine Ahnung, wie wir es machen. Machen wir vielleicht einen Part mit jedem Auto, ja, ihr könnt euch dann die Reihenfolge, sagen wir mal, aussuchen. Ich nehme irgendein Auto, sage, damit machen wir jetzt einen Part, fahren rum, bisschen Rennen hier, bisschen Jumpstart oder was auch immer, Verfolgungsjagden. Und dann lasse ich euch unter dem Video abstimmen, welches Auto dann als nächstes im nächsten Part gefahren werden soll. Aber für die Story erst einmal bleiben wir ganz normal bei diesem hier überwiegend wahrscheinlich. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dann, euch einen schönen Tag, alles gut, euer Balle, bye bye.